Mal sehen, ob unser Freund da ist. McGaffreys Apartment. 16.54 Uhr. Jetzt ist aber ganz schön viel Zeit auf einmal wieder vergangen. Sieht schon schick aus, ne? Gibt hässlichere Buden. Na gut, erstmal hier schauen. Die 6, alles klar. McCaffrey's in Apartment 6. Ich glaube, das hatte die Auskunft uns auch gesagt, oder? Na gut, dann mal die Treppe hoch wahrscheinlich. Ich nehme mal an, die 6 wird nicht unten mit sein. Genau, schön mehrere Stufen auf einmal. Machst du gut, Cole. So, 5 und 6 nach links, okay. Hier sind wir richtig. Mit der ganzen Faust. Doesn't look like anybody's home. Oh, Galloway tritt bestimmt die Tür ein. Means there's nobody to let us in. You want to do the honors, Phelps? Ach, ich darf heute, das ist aber nett. Mensch. Wir werden echt noch Freunde, ich sehe es schon kommen. So, lass mal umschauen hier. Erstmal in der Küche schauen. Warte mal, stehen da Kelloggs? Naja, mit viel Fantasie kann da Kelloggs stehen. Ich habe mich gerade schon gewundert, Produktplatzierungen hier, Sauerei. Aber es ist doch zumindest noch ein bisschen verwischt, sodass man es nicht erkennen kann. Die letzte Bastion. Incidental. Dass die alle immer ihre angefressenen Schüsseln stehen lassen müssen, das ist eklig. So, schauen wir erstmal kurz hier drüben in der Ecke. This doesn't pertain to the case. Eine Anatomie der Macht. Aber ich sehe schon ein blutiges Hemd, das wollen wir uns gleich anschauen. Und die untere Hälfte des Briefs. Oh. It doesn't appear to be connected. Auf Bücher, die hier rumliegen. Na gut, wenn da ein Schriftsteller ist, ist das nicht weiter verwunderlich. So, jetzt ist interessant. Lange dauern, bis du geheilt bist und wieder nach Hause kommen kannst. Also es wird war ja vorher noch. Ich habe deine Sachen in dein altes Zimmer gestellt und ein Schloss an der Tür angebracht, damit du deine Ruhe hast. Du kannst kommen und gehen, wann du willst. Ich werde mich um dich kümmern und du kannst wieder in dein normales Leben zurückkehren. So, machen wir noch ein Stück runter. Ich weiß, deine Adresse hat sich geändert. Ich kann also nicht sicher sein, dass der Brief dich erreicht. Aber ich bete darum, dass er es tut und dass du darüber nachdenkst, was ich gesagt habe. Ich liebe dich so sehr und bete jeden Abend, dass du in Sicherheit bist und vielleicht eines Tages an meine Tür klopfst und wir die Kluft zwischen uns schließen können. In Liebe und Verständnis, deine Mutter, Augusta Summers. Torn from the letter we found beside the body. Very least I'd say it ties McCaffrey to the scene. Ich glaube auch, dass er da ein bisschen tiefer mit drin steckt. Okay, und dieses Hemd interessiert mich doch fast am meisten. Vor allem mit der Tatwaffe daneben? Na hallo! Erstmal das Hemd. Das sieht verspritzt aus. So, willst du dazu gar nichts sagen jetzt gerade? Okay, warum nicht? Dann lass die Tatwaffe anschauen. He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation at least. Gut, du bist nicht mehr für ein Gespräch zu haben, oder? Ja, erstmal eine quarzen, genau. Nee, okay. Sie will auch gar nicht weiter wissen, warum er jetzt irgendwie hier mit verwickelt ist. About the woman who stabbed her husband and then pushed him in front of the car? What? That's the cop who caught her. Was auch immer.
So, wo müssen wir denn jetzt? Ah, hier oben. Aha, okay. Dann gehen wir doch mal aufs Dach. Warte mal. Ich will nochmal ganz kurz schauen. Vielleicht liegt da hier zufälligerweise irgendwas rum, was man nur sieht, wenn man halt mal auf die Idee kommt, hier rumzuschauen. Aber nein. Weg. Schön aus dem Weg gehen. So. Und da haben wir doch unseren Freund. Grosvenor McCaffrey. Running on a hangover, McCaffrey? Och nee. Könnt ihr es nicht einmal ohne irgendeine Verfolgung machen? Nein, nein, nein. Cole, machst du dich runter. Auf der Stelle. Meine Güte, Junge. Toll, wegen dir habe ich jetzt so einen Rückstand, weil du zu doof bist, die Leiter runter zu machen. Gut, ich war mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob er da wirklich drüber springen will, aber er tut es. So. Kann ich eigentlich meine Waffe ziehen und einen Warnschuss abgeben? Das wollte ich mal ausprobieren, das habe ich noch nie gemacht. Aber klappt nicht. Na gut, dann fangen wir ihn eben so. Er wird uns schon nicht entkommen. Dazu wird es, glaube ich, nicht kommen. Es ist... There he is! Nein, wirklich! Ich sehe ihn ja überhaupt nicht. So, solange er nicht in irgendein Auto steigt... Nee, jetzt haben wir ihn. Okay. Komm her! Schön mit dem Gesicht auf dem Beton. Und nochmal nachgelangt. Er soll leiden! Gut, das war doch schon mal halbwegs erfolgreich. Gibt auch gar keine Befragung, einfach erstmal eingesperrt und weiter geht's. So, dann hin zur Bowlingbahn. Denn wir haben auch gerade schon gesehen, die Tatwaffe war von der Bowlingbahn. So, Platz da. Ich hab's eilig. Der fährt sogar zurück, das ist ja nett. Das war ja mal richtig vorausschauend und zuvorkommend, auch wenn ich nicht in die Lücke musste, die er mir freigemacht hat. Aber trotzdem. Ich glaube, ich sollte nicht hier auf den Gleisen fahren. Ich mach's aber trotzdem mal. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, da haben wir immerhin keinen Gegenverkehr. Wo sind denn die verdächtigen Aktivitäten? Ah, hier drüben. Aha, okay. Nee, nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Also weiter im Text. So. Dann schauen wir mal. Die Straße sieht ja ganz passend aus hier eigentlich. Auf der wir jetzt rauskommen gleich. Ja, war ganz gut, den Weg zu nehmen. Ich sollte öfter so fahren. Irgendwo auf den Gleisen durch die Tunnel, da wo die Straßenbahnen langfahren. Da freuen sich auch die Straßenbahnfahrer, wenn plötzlich irgendein Irrer ihnen entgegenkommt. Dankeschön, das ist sehr nett. Ja, bleib auf der Kreuzung stehen, genau. Ihr seid solche Helden. Gut. Dann bin ich mal gespannt, was es jetzt mit dem zweiten Verdächtigen, also mit diesem Typen, den McCarthy erwähnt hatte, bei der Bowlingbahn jetzt noch auf sich hat. Ob der auch noch irgendwie eine tiefere Rolle spielt und ob er vielleicht auch als Verdächtiger durchgehen könnte. Ich bin mir da nicht so sicher. So, ich mache mal hier rechts rum, glaube ich. Zack. Und da ist es auch schon. Wunderbar. Ich glaube, wir sind auch schon wieder kurz vor der Auflösung des Falls. Ich glaube, so viel wird da nicht mehr kommen, ehrlich gesagt. Rawlings Bowling Bar. 19.28 Uhr. Ist ja ein richtig langer Arbeitstag heute. Die Bahn ist gut geölt. Wunderschön. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Feltz. Homicide. You must be new. What's your shoe size? This is business, Florence. You got a guy works here by the name of Tiernan? Sure we do. He's a pin setter. Clears the jams, works the gutters.
go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. He's a nice boy. Thanks, ma'am. Let's go get him. Eine sympathische alte Frau. Okay, wir schauen mal, das wird dann wohl der da sein, der gerade wegzulaufen versucht. Der sah mir zumindest sehr verdächtig aus. Tiernan, LAPD! Große Überraschung. Und nicht noch mit dem Auto, komm schon. Ja, lass uns irgendeinen Wagen nehmen, es wird schon der Schlüssel drin stecken. What are you waiting for? Get after him. I'm schon dabei. Faster if we weren't carrying the extra weight. Hättest du mal nicht so viel gefressen, Rusty. Cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. I'll try to shoot out his tire. Wish so. Zumindest haben wir ihm schon mal was abgefahren. Hit him, Cole. Ich schieß auch mal auf die Reifen. Ja, danke schön. Another runner. At least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to land. Ja, das verstehe ich auch immer nicht. Bin schon dabei, bin schon dabei. Der ist doch ziemlich langsam, ne? Ja, ich muss erst mal hier. Ich muss ihn ja auch ein bisschen rammen. Da kann ich ja nicht die ganze Zeit darauf achten, dass du vernünftig drauf schießen kannst. Du schießt ja auch nicht gut. Du kannst das ja offenbar nicht. Oh, was war das denn? Einmal hinten aufgesetzt. So, aber zumindest haben wir ihn jetzt. So, mein Freund. Give it up, LAPD. Schicht im Schacht. Zeit für ein paar Befragungen auf dem Revier, nehme ich an. So zum Fallabschluss. Würde mich nicht wundern. We need to get downtown and wrap this thing up. Yep. Gotta be McCaffrey. Unless Tiernan set him up. So, ich fand den Wagen schön. Jameson could have done it, do you? Nah, whoever did it, what's that dahlia from? How do you know that McCaffrey didn't do the dahlia? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Bei dem letzten, ich habe schon wieder vergessen, wer das war. Also die zwei Verdächtigen, McCarthy und Tiernan, sind jetzt klar. Aber der dritte, den sie genannt haben, wer war denn das gleich nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Ach so, das war der Typ. Ah, das war der Typ, der hier die Nekrophilen betatscht hat. Der Nekrophile, ne? Kann das sein? Halt, wo fahre ich denn hin? Ich bin ja schon dran vorbeigefahren. Die Karre fährt so schnell, dass es einem viel kürzer vorkommt, der Weg. Na gut. Dann ist die Hauptarbeit also erledigt. Dann geht's jetzt wieder ans Fragen stellen. Zentralrevier, 19.22 Uhr. Zeit, Feierabend zu machen. Rusty hat bestimmt schon Hunger und Durst. You sure you can make it stick with one of these suspects, Jeff? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson is an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want the confession from one of them. Don't fail me, young fellas. Diese komischen Bullen hier immer, dass die jedes Mal, wenn sie denken, der muss unbedingt, oder der ist abartig, dem muss ich unbedingt eine verpassen, dass die ihn dann immer auseinandernehmen müssen. Ohne Prozess, ohne irgendwas. So, ich würde sagen, wir schauen erstmal in der 2 vorbei. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, Detective. Let's see where this takes us. Du bist so eklig, Junge. Du bist so eklig. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes.
I had very little to do with her. So. You have to do better than that, Grosvenor. We know about you and Evelyn. Evelyn was a lush and a boring one at that. You can't link her to me. Doch, das kann ich, weil ich nämlich diesen zweiten Teil des Briefs hab. Seems there's a serious gulf between what you think you know and what you actually do, Detective. Leute, natürlich ist das... Hä? Wartet mal, hä? Wollt ihr mich verarschen? Mal kurz schauen. Es ging drum, einen Zusammenhang zwischen ihm und dem Opfer herzustellen. Und er hat den zweiten Teil dieses Briefs bei sich rumliegen. Natürlich ist das ein Zusammenhang zwischen ihm und dem Opfer. Seid ihr bescheuert? Was? Das verwirrt mich total und stört mich jetzt gerade auch total. Und weil ich das jetzt... Nee, das finde ich nicht okay. Deswegen mache ich das jetzt einfach... Fange ich die Befragung nochmal an. Ist mir jetzt egal, dass ich bescheiße, aber ich fühle mich ja gerade verarscht und deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal. Bis gleich. Gut, neuer Versuch. Ich nehme an, zu wissen, was wir machen müssen. Ganz einfach, weil ich gerade nochmal in die Beweise geschaut habe. Und es gibt zwei Beweise, die auf eine Verbindung hinweisen. Und ganz ehrlich, wenn es zwei Beweise gibt, die eine Verbindung herstellen, dann müsst ihr auch beide Beweise als richtig anerkennen. Das ist einmal der Brief und zum anderen das Buch, das ja beschriftet war mit seinem Namen. Also werden wir jetzt einfach nochmal auf Lüge gehen und das Buch nehmen. Aber wirklich, dann müsst ihr auch beide Beweise als richtig anerkennen, wenn beide Beweise eine Verbindung herstellen. Das funktioniert so nicht. Ihr könnt nicht irgendwie ganz wild, wie ihr gerade lustig seid, die Beweise hier reinpacken. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. So, Runde 2. You have to do better than that, Grosvenor. We know about you and Evelyn. Evelyn was a lush and a boring one at that. You can't link her to me. Diesmal das Buch und diesmal sollte es doch auch richtig sein dann, oder? We know that you thought enough of her to loan out your copy of the Metaphysics. I what? I did no such thing. That bitch stole that book from my apartment. The impudent fucking moron. And that made you angry? Angry? I was livid. Looking up at me with that stupid face of hers, begging me to forgive her. Aha. Very good. That's one to you, Detective. Das ist aber immer ziemlich impulsiv. Und was heißt denn ihr vergeben? Was, da müssen sie ja schon eine ziemliche Vergangenheit miteinander haben, wenn sie schon mal einen Streit hatten und er ihr für irgendwas vergeben muss. Na schauen wir mal. Und was hat sie eigentlich in seinem Apartment gemacht? Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Was sicherlich nicht stimmen wird. Ich glaube aber nicht, dass wir irgendwelche Beweise haben, um das Gegenteil aufzuzeigen. Der ist uninteressant. Das bringt mir... Das Opfer hat nach einem Streit Whisky für einen Jungen gekauft. Ja, wir können es aber nicht direkt ihm zuordnen. Das ist das Problem. So, deswegen müssen wir auf Anzweifeln gehen, wahrscheinlicherweise. Ich glaube aber, dass der Typ hier unser Hauptverdächtiger ist. Mal schauen. Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, nichts, was passen könnte. Nee. Nee, nee, nee. Das sieht alles nicht so aus. Nein. Okay. Dann machen wir es mit Anzweifeln. Okay. Was hätte ich denn nehmen sollen? I was having a political meeting in my apartment. Cheese and crackers for the fifth columnist. Some of these people will corroborate your story. I won't give up names of party members. Good. It's your funeral. Ja, da hat er kein Alibi damit. It's either gonna be you or Tiernan, Grosvenor. Make it stick, Detective. The party has good lawyers. Das war's. Coroner says gonna take a leave. Sorry. Erstens, was hätte ich denn jetzt nehmen sollen als Beweis? Zweitens, warum fragen die nicht bezüglich der Antworten der ersten Frage mal nach? Der hat so viele Hinweise gegeben, was da sein könnte, dass man mal nachhaken müsste, was denn die gemeinsame Vergangenheit ist. Es interessiert sie einen Scheiß und ich kann es nicht nachfragen, weil man nirgendwo die Möglichkeit hat. Ja, ich muss mich gerade mal aufregen. Sorry, Galloway, das ist doch scheiße hier. Da fallen wir wieder in das alte Muster zurück, das mir tierisch auf den Keks geht in dem Spiel.
Und das, ja, da werde ich auch nicht warm werden mit. Das ist einfach, sorry, das ist wirklich dumm, sowas. Das ist echt dumm. Und einfach schlecht umgesetzt an der Stelle. Das Spiel hat sehr viele gute Ideen, aber die sind so saumäßig umgesetzt in ganz vielen kleinen Punkten. Das ist so, ah, das ist so ärgerlich und das nervt einen so. Und das macht das ganze Spiel kaputt, obwohl es gute Ideen hat, aber es macht das Spiel kaputt. So, anderes Interview, los geht's. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Du siehst gut aus im Gesicht, mein Freund. Okay, also wird er wahrscheinlich der Junge sein, dem der Schnaps geholt wurde. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber habe ich einen Beweis? Ich habe keine Ahnung. Nö, eigentlich nicht, ne? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Soll ich da brüllen? Nö. Nö, anzweifeln. Sounds like half an answer to me, Tiernan. Langsam hab ich die Schnauze voll. Were you sleeping with her? That's none of your business. Ich hab doch keinen Beweis gehabt, dass er irgendwie mit ihr zu tun hat, oder? Ich meine, diese blöden Schnipsel, die da immer stehen, aus denen kann man auch so schlecht dann alles zusammenordnen an Beweisen, was man hat. Ach, also in dem Fall könnte ich mich echt mal wieder über die Umsetzung aufregen. Das ist echt sauig gemacht, saumäßig. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. Moment, jetzt muss ich aber kurz nachlesen. Hat er gerade gesagt, sie hat's gestohlen? Ich glaube mal eher, dass er es für sie gestohlen hat bald, oder? So kam mir das jetzt vor zumindest. McCaffrey hat mal gesehen, wie sie es betrachtet hat und sie ausgelacht und Evelyn hat es gestohlen, sie wollte etwas von ihm. Ja, ich gehe mal auf Anzweifeln. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute, but you know, I'm not so sure. Uh-huh. Super. You and Evelyn were drinking together last night. And she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Also eine Scheißaussage. Ich schau mal, was sagt bei Lügen. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought and... I'm not lying! She got up and left, that was it! Nee, sie hatte noch den Schnaps gekauft, eben als Wiedergutmachung, ne? Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn es nicht passt, ist mir jetzt scheißegal gerade, ganz ehrlich. She left, but she hey, passt. Back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me. But she would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, and McCaffrey was a hero. McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. Kicked her out. She had nowhere to go. Wo rausgeworfen? Aus deiner Wohnung oder was? Ihr müsst mal ein bisschen deutlicher werden. Warum kann man an solchen Stellen nicht nachfragen? Mensch, wenn die es nicht vernünftig erklären, dann frage ich nach als Bulle, ganz ehrlich. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? No, we use a lot of them. To clear jams in the pin setting machines. Ja, okay, ja, ja, es stimmt ja wahrscheinlich, dass er da Zugriff drauf hat, aber ihr wollt wahrscheinlich, dass ich es anzweifle, damit er noch mehr nachfragt, oder? Das ist mal wieder so doof, weil, was soll ich denn jetzt nehmen? Ich meine, es stimmt schon und ich soll wahrscheinlich nach... Ich nehme jetzt anzweifeln, ist mir bewusst. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. A big black circular disc with a white E in the middle.
It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Okay. Also jetzt nochmal zu McCaffrey rüber. She was 13 if she was a day. Von mir aus. Ich bin sowieso mehr dafür, McCaffrey einzubuchten. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, ich hab's aber wieder vergessen. Naja, egal. Gut, gehen wir mal wieder hier rein. Ein fröhliches Hin und Her. Zugang zur Radmutter und Schlüssel, das ist natürlich das Einzige, was jetzt interessant ist, natürlich. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Nee, aber das kommt hier oft genug vor. Haben wir irgendwas, was wir ihm jetzt ankreiden können? Wahrscheinlich nicht, ne? Es sei denn, Tiernans Anschuldigungen, dass die darauf hinaus wollen. Ich probiere das mal. Ich guck mal erstmal, was er sagt bei Lügen. I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Ja, genau das wollte ich doch. Dankeschön, dass du es so gesagt hast und nicht can you prove that I killed Evelyn? Dann hätte ich nämlich ein Problem gehabt. Das kann ich nicht. Aber das kann ich zumindest, dass er es machen wollte. Oder ihr Gewalt androhen wollte. Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Sag mal, Leute. Dieses... Oh, hin und her. Es ist schrecklich. Ja, schön. Am Ende beschuldigt der eine den anderen und wir müssen dann entscheiden, wer es ist. So, wo muss ich denn hin gleich nochmal? Ich vergesse es jedes Mal. Das ist so komisch aufgebaut hier. The thing was, he was a real nice guy. I felt lousy collaring. You spoken to McCaffrey? I can go. It's all been cleared up. Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. Tiernan ist ein guter Bauchredner. Er hat es gerade geschafft, seine ganzen ersten drei Sätze ohne den Mund zu bewegen zu sprechen. So Evelyn passed out and you walked out. What happened next? I woke up in the morning. Mary hungover. I thought Evelyn would come back. Haben wir jetzt auch die Anschuldigungen von McCaffrey? Ja, danke schön. Genau das. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? So, ne, er lügt ja auf jeden Fall. Ist irgendwas mit einem Hotel? Habe ich das jetzt hier drin stehen überhaupt? Ich nehme das mal. Das wird schon stimmen. Ich wüsste nicht, was ich sonst nehmen sollte. Das ist ja der einzige Hinweis, den ich gekriegt habe seit der letzten Besprechung. You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. McCaffrey woke me up the next morning. And he showed me the lug wrench and the letter and the box. And he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn. And that it was all over the radio. And that he would protect me. And I don't know, Detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. I was angry with her. Really angry. I could have done it. Was it me? Oh shit, jetzt muss ich mich entscheiden, na dankeschön. Das Problem ist, ich kann es auf keiner Grundlage entscheiden, ob er jetzt derjenige war, der sich nicht erinnern kann, was ich ihm auch glaube, oder ob es McCaffrey war,
der ja entweder die Wahrheit sagen kann oder, was ich bald für wahrscheinlich erhalte, sich halt ein Alibi aufbaut, indem er halt diese Geschichte erfindet, weil dieser Kerl unglaublich schmierig ist und immer einen Ausweg sucht, sozusagen. Also ich... Das Problem ist, ich habe weder für das eine noch für das andere einen Beweis. Man könnte ja mal Fingerabdrücke von diesem blöden Schraubenschlüssel nehmen, das wäre ja mal schön. Aber das geht ja nicht. So was geht ja nicht. Wait here. Ich verknack jetzt McCaffrey. Es ist mir egal. Ich nehme McCaffrey einfach, weil er blöder ist, weil er ein Arschloch ist. Und weil er noch wütender war. Also, er vor allen Dingen war er gewaltbereiter. Also, der Kerl kann ja von mir aus wütend gewesen sein hier, aber ich glaube, dass er in seiner Wut in der Lage gewesen wäre, sie umzubringen. Das will er sich jetzt bloß aus Schuldgefühlen einreden. Bei McCaffrey glaube ich das sehr wohl, dass er durchaus bereit war, jemanden umzubringen oder Gewalt anzutun. Komm, ich nehme dich. Kann ich dich nicht nehmen? Ich kann dich nicht... Warte mal, was? Wieso? Wieso kann ich den nicht verknacken? Ich will nicht den anderen verknacken. Ach komm schon, das ist doch scheiße. Ich will nicht. Wo? Okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hallo, Guys. Das ist auch schön. Haben sie die jetzt zur Gegenüberstellung hingestellt und jetzt lassen sie die hier stehen. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Können sie noch eine Weile stehen bleiben und warten. Großartig. Gut, naja, wenn ich keine Möglichkeit habe, den anderen zu verknacken, dann muss ich ja ihn hier nehmen. Es geht ja nicht anders. Tut mir leid. James Tiernan, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. Und er wird's nicht gewesen sein. I believe you didn't know what you were doing. I'll speak to the DA on your behalf. That's the best I can do for you now. Er wird's nicht gewesen sein, aber was soll ich machen? Ach, dass man die ganzen Leute einsperrt, ohne dass sie es wirklich waren, ist bescheuert eigentlich. Der arme Kerl. Der sieht unzufrieden aus. I'm going to assume that you both have very good excuses for what happened to my station today. Ja, er ist unzufrieden. You had a perfectly good candidate for a capital case and somehow managed to choose a weak-willed sub-sister while the murderous Red walks scot-free. I'm having doubts about what you're prepared to do to make a case, Phelps. If ever there was a time for manufacturing evidence or extracting a confession, this was it! Now get out of my sight! Run down pickpockets and fruit flies and leave the real work for men of substance. Bla bla bla. Ich konnte den anderen nicht verknacken. Es ging nicht. Ich wollte es, aber ich durfte nicht. Es wurde mir nicht zur Wahl gestellt. Immerhin habe ich mal alle Hinweise gefunden. Das ist schön. Ich hatte nicht die Wahl, den Typen zu nehmen. Verminderte Schuldfähigkeit hin oder her. James Tiernan wird sich für seine Verbrechen verantworten müssen. Das ist eine tolle Notiz. Entschuldigung, da versagt mir gleich die Stimme. Das habe ich jetzt mal wieder nicht ganz verstanden. Erstens, warum bin ich jetzt schuld? Zweitens, warum konnte ich ihn nicht auswählen, den McCaffrey als Schuldigen? Und drittens, warum waren die Befragungen mal wieder so bescheuert? Nö, ist mir egal. Fall verkackt, ist mir Wurst, ist mir echt egal. Weiter. In dem Spiel stürzt mich nicht mehr, wenn ich irgendeinen Fall total versaue.